Guti, was zuerst? Ziegel holen, würde ich sagen. Und ein wenig hiervon mitnehmen. Denn es gab schon den Vorschlag, dass ich hier ein bisschen Eisen mopsen könnte und das unten die Lavalampe schmeiß. Um das da voranzutreiben. Es wird nicht geforscht. Nicht geforscht ist nicht gut. Dann forscht doch bitte Substations? Nee. Was wollte ich? Module. Module wollte ich. Also eigentlich Roboter, aber die Roboter waren, glaube ich, zu schwer. War zu teuer. Ja, komm, esse Module. So. Also Metall habe ich für die Lavalampe. Jetzt hole ich Ziegel ab, denke ich, runter zu der anderen Basis. Wow. Das sieht nicht gut aus. Du. Kommst jetzt mal hier hin. Schmelzofen dahin. Kohle wird schön so. Sieht jetzt ein wenig verquer aus. Okay. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass es hier so schnell weg ist. Naja, schnell ist relativ. Das Ding haben wir. Ah. 24 Türme schießen. Komm, nichts zerstören, bitte. Ich muss jetzt darauf achten, was zerstört wird. Ein Boiler und ein Ärmchen. Und nur ein Turm schießt. Ja, Mist. Okay. Schnell. Go, 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 go. So. Das fixen. Der Rampage da jetzt rum. Wo bist du? Da unten. Irgendwo. Enemy Base detected. Super Zeitpunkt dafür. Ehrlich. Wo ist er? Ich sehe nichts. Tot? Tot. Da. Also Boiler. Kann ich bauen, weil ich kein Stein habe. Können wir doch alle mal. Also Boiler hier setzen, Boiler da setzen, Ärmchen da setzen und dann klappt das auch irgendwie. Und hier unten wollte ich mit Eisen kickstarten. Also mach mal. Hier, Eisenkiste dahin. Kriegst mal ganz viel Eisen. Und ein schnelles Ärmchen. Du bist auch beschädigt. Mann. Also entweder brauche ich irgendeine andere Art von Türmen oder ich brauche mehr Sniper-Türme mit ganz viel Munition drin. Das heißt, ich laufe jetzt ein bisschen zickzack. Ich laufe jetzt Munition holen, um alle Sniper-Türme aufzufüllen. Theoretisch müsste ich wahrscheinlich neben jedem Sniper-Turm eine ganze Kiste hin tun, voll mit Sniper-Munition. Weil die drei Magazine reichen hinten und vorne nicht. Du arbeitest nicht, weil kein Kupfer kommt. Das ist richtig. Mir das mal und hau das mal. Oh, das ist nicht gut. Das Kupfer kommt auf der falschen Seite an. Fokus, durchatmen. Was wollte ich holen? Ich wollte Steine holen und ich wollte Ziegel holen. Ich muss das Kupfer fixen. Brauche ich Stahl? Ja, hol auch da mal ein bisschen Stahl. So. Okay. Ich muss das Kupfer fixen. Ich muss die Sachen unten neu bauen. Ich muss forschen. Ja, Speedmodule, go. Und Kohle zwischendurch auch noch nachfüllen. Wobei, ah ne, das hatte ich ja jetzt automatisiert. Gott sei Dank, letzte Folge. So, ihr seid alle falsch. Das beheben wir folgendermaßen, indem wir das so machen. So, richtig? Ja, jetzt kommen sie alle auf die linke Seite vom Fließband. Okay, Steine. Ich hätte Kohle mitnehmen sollen. Setz hier. Bau ganz viele davon. So, du gibst mir jetzt Steine. Alle deine Steine. Dann hätte ich auch ganz gerne ganz normale Steine. Habe ich irgendwo einen Drill gehabt für nur Stein? Also immer nur eine Kiste. Du bekommst hier mal 30 Kohle. Ah ja, sehr gut. Stein. Bau bitte mal einen ganzen Satz Boiler, falls die mal wieder vernichtet werden. Dann Ärmchen habe ich. Könnte ich trotzdem noch ein paar mehr gebrauchen. So.
noch mehr Steinziegel. Mit den Steinziegeln wollte ich die elektrischen Schmelzöfen bauen. Dann haben wir gleich 10 Stück. Das heißt, die restlichen Steinziegel kann ich verheizen. Ja, das war jetzt sehr viel, was ich bauen konnte. Was mache ich hier unten? Ich wollte Kupfer. Ah, genau. Die Anlage hier oben. Die wollte ich fixen. Nimm dich. Dahin. Ärmchen. Du hast auch kaum noch Munition. Range 30 ist halt echt nicht viel. Achso, das ist schon der Sniper-Turm. Ja. Okay. Also. Da muss auch noch einer hin, der braucht auch Munition. Jetzt, wo das Kupfer gefixt ist, sollte hier auch wieder Munition, also Sniper-Munition hergestellt werden. Das kann ich mir also demnächst abholen. Ihr seid alle am Arbeiten. Das heißt, hier kann eigentlich nichts kaputt sein. Nee, Hellblautränke ist nicht gut. Geh jetzt, auch wenn es lange dauert, in Richtung hier Robotics. Oder war da noch was? Das Bumm-Ding hätte ich ganz gerne. Ja, erforsch mal in Richtung Bumm-Ding, bevor du die Roboter machst. So, das alles reparieren. Also, Kupfer ist gefixt. Die Anlage hier unten ist gefixt. Wir haben der Lavalampe genug Metall gegeben, dass hier eigentlich auch durchgehend produziert werden sollte. Allerdings nicht genug blaue Ärmchen. Hier stauen sich die roten Tränke. Grüne Tränke kommen allerdings nicht hinterher. Könnte ich hier noch eine Fabrik reinquetschen? Ja, ne? Also einfach so, Shift rechts, Shift links und dann da ein Ärmchen. Ja, und ich kann jetzt hier auch Module herstellen, die den Strom... Okay, nur Mauern. Die den Stromverbrauch zwar erhöhen, aber... Ja, 50%, aber die Geschwindigkeit erhöhen, das ist halt sehr wichtig, gerade bei Trankproduktion. Musst du halt nur aufpassen, dass das hier auch hinhaut und... Ah, hier wurde noch was zerstört, das habe ich nicht gesehen. Komme ich noch nicht ran. Das Fließband, wo die Kohle raufkommt. So. Alles gut. Module sind fertig, okay. Module reinsetzen in die grünen Dinger da, damit durchgehend hier genug grüne Tränke ankommen. Dann zu der Munitionsfabrik oben Sniper-Munition holen, mit der Sniper-Munition die Türme hier auffüllen und eventuell jeweils daneben eine Kiste bappen. Mit noch einer Munition, wenn der genug hergestellt wurde. Das werden dann später gib mir Kisten, also blaue Kisten. So, du für den Raketenwerfer. Go. Wie geil! Die Module werden unten drunter angezeigt. Das ist eine sehr schöne Änderung. Die kenne ich noch gar nicht. Schön. Aber alles auf einen Blick. So, hier brauchen wir keine blauen Speed-Dinger. Du brauchst... Wir haben keine Biomasse. Wasser ist ein Problem, oder? Also hier kommt kein Wasser an. Weil das alles nach hier oben wandert. Kurz kappen. Ja, das dauert echt lange, bis da Wasser kommt. Hier kriegst du was wie Module. Boah, ist da. So, einmal auftanken. Alles voll. Sniper-Munition war das nächste. Also lauf zurück. Hier gucken, ob irgendwas noch schneller gemacht werden sollte. Draht ist, glaube ich, okay. Hält sich alles in Grenzen. Ne, noch bessere Munition, da brauchen wir nicht. Solar Panels. Nee. Beacons, ne. Ja, mach mal Essen. Nicht, dass wir demnächst keine Wälder mehr haben, um das alles abzu...
Holzen. Ja, eine Menge rote Tränke. Okay. Wow. Und wir haben jetzt ja auch 14 oder 16 von den Laboren. Sehr gut. Dann können wir uns auch einen größeren Toolbed leisten zwischendurch, oder? Ja, komm. Leben wir mal ein bisschen großspurig. Jetzt aber Hochmunition holen. Und die Munitionsfabrik auf jeden Fall versorgen mit Zitmodulen. So, staut sich hier irgendwo irgendwas? Wir haben keinen Tank für Petroleumgas. Und wir sind fast voll mit Plastik. Wir brauchen keinen Plastik. Also müsste ich hier eigentlich einen Tank zwischen. Und zwar einer von den billigen Tanken, bitte. So. Es ist ein wenig komisch positioniert. Aber es sollte so funktionieren, wie ich denke, dass es funktionieren sollte. Ah, genau. Flammenwerfermunition. Nehmen wir alles mit. Wir müssen noch zwei Basen zerstören. Denn ich hatte ja vor, ne? Nicht vergessen, den Crusher zu bauen in dieser oder nächster Folge. So, du hast immer noch kein Kupfer. Was ist da los? Lass mich raten, es staut sich falsch oder wird alles wegrasiert. Richtig. Okay, nimm das mal mit und schmeiß das hier. Ach so, das war von Hand auch noch. So. Wie schnelle Ärmchen. Sehr gut. Hier, Speed, go. Dauert trotzdem ewig. Ja, nee, das, also das Nachfüllen von den Sniper-Dingern kann ich knicken vorerst. Was allerdings doof ist, denn ich kann dann auch nicht eine Königin irgendwo ranlocken. Also zum Beispiel da unten ist anscheinend eine interessante Basis. Ich bräuchte aber genug Sniper-Munition, um die Königin erstmal zu knacken. Was war hier? Billigturm. Ja, fehlte da irgendwie eine Rist in der Reihenfolge. Warum ist da ein Magazin drin? Okay. Erforsche neue Dinge. Erforsche. High-End-Kram. Nein, erforsche jetzt die Roboter. Auch wenn es 300 kostet, das sollten wir mit der Zeit hinbekommen. Angriff überall ist nicht gut. Hier irgendwo? Hä? Was wurde vernichtet? Ein Ärmchen irgendwo. Warum tut ihr mir das an, ihr Scheißsacks? Es ist schon schlimm genug, dass ich manchmal Ärmchen verdrehe und sie vergesse. Aber wenn jetzt Zerglinge auftauchen und hier irgendwo was kaputt hauen, dann ist es ja noch schlimmer, weil dann kann ich es ja gar nicht wissen. Okay. Munition. Zweite Sniper-Munitions-Herstellungsfabrik herstellen, ja oder nein? Naja, normalerweise reicht es. Ich glaube, ich hacke jetzt einfach ein paar Bäume, damit ich Biomasse bekomme. Damit das Essen nicht zu schnell zu wenig wird. Dann mache ich ein... Ne, ich mache kein Kohlewand, weil ich... Oh, was war das? Das war laut. Ja, hier ist irgendwo ein Gegner aufgetaucht. Und wurde rigoros von drei Sniper-Türmen oder so gleichzeitig erschossen. Okay. Also dem und wahrscheinlich noch einem. Krass. Sehr krass. Aber gut. Die Roboter brauchen ewig. Ah, hier kann ich noch boosten. Mach mal hier. Speedmodule rein. Und der ganze Rest kann ignoriert werden. Die Schmelzofengeschichte. Ja, eigentlich wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt, die Schmelzofengeschichte aufzubauen. Da ich jetzt ja eh warten muss, bis die ganze Munition fertig wird. Für Basen angreifen und dergleichen. Hatte ich mir dafür schon Platz ausgesucht? Da unten irgendwo, ne? Ja. Gut. Nicht Escape. M. Ich schnappe mal. Wow, das ging doch schneller. Tauschen wir mal kurz ein wenig rum.
So. Und füllen damit die Snappertürme auf. Damit habe ich das nämlich aufschieben können. Ich kriege erstmal nur einmal gesehen. Und ich habe es aufschieben können, die Schmelzöfen zu bauen. Aber momentan will ich halt eher aggressiv handeln, als die Basis an sich weiterbringen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei dahergestellt. Aber ich hätte halt ganz gerne die Alien-Artefakte für sowohl die Power-Rüstung als auch den Crusher.